Leute, und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, dem kürzesten Yu-Gi-Oh! Namen ever. Warum nicht so wie die kommenden Spiele? Yu-Gi-Oh! Duel Master, Yu-Gi-Oh! Rush Duel, fertig. Warum muss es so einen langen Namen haben? Aber egal. Leute, letzte Folge. Oberhammer. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut sich unbedingt an. Warum? Wir haben easy Yami Bakura besiegt. Easy, den hier besiegt. Easy, die Dame hier besiegt. Also es war einfach genial. Es war wirklich, es war mein Run. Ne? Aber heute, Yami Yugi gegen Seto Kaiba. Und wenn wir nach unten scrollen, sehen wir haben bald die Yu-Gi-Oh! Normale Story durch. Ich bin so gespannt, ob wir das easy schaffen wäre. Denn Leute, verpasst es bloß nicht, indem ihr ein kostenloses YouTube-Abo da lasst. Kommentiert natürlich immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Und vergesst nicht, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir gehen immer rein mit dem Geschichtsdeck. Warum? Weil es viel schwieriger ist und somit auch spannender, als wenn ich jetzt selbst ein Deck baue mit OP-Drachen, mit OP-Magier und so weiter. Ich habe zwar schon ein Magier- und Drachen-Opening gemacht, seht ihr alles in der Playlist auf der Endcard oder auf meinem Kanal halt. Dann seht ihr alle Yu-Gi-Oh!-Videos. Habe ich schon alles gemacht und jetzt ja. Oh, Cheetah Yugi ist wieder da. Was sehen wir hier? Instant, die verräterischen Schwerter. Mann. Das sieht schon so gut aus. Wir beschwören erstmal... Ne, warte mal. Erstmal abchecken. Wir beschwören erstmal. Kann ich sie abbrechen? Ich kann sie abbrechen, Lul. Okay, wir beschwören erstmal die Dame. Kann sie abbrechen. Ich bin einfach blöd. Dann aktivieren wir instant die Schwerter, damit wir nicht angegriffen werden können. Oh, sei her. Kannst du... Okay, den zerstören wir. Den wollten wir auf jeden Fall zerstören. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich Stufe 5 oder höher deinem Deck hinzu. Sehr gut. Da holen wir uns erstmal schön ein Deck, eine Karte aus dem Deck. Und zwar den Totenkopf. Herbeigerufener Totenkopf. Ah, ich liebe diese Karte. 1500. Du kannst eine, wenn du kontrollierst, ob das Geld ziehen. Scheiße, da kann... Das ist nicht gut, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Ich habe mich halt beschworen. Ich hätte den Beta-Magnetkrieger spielen sollen. Oh. Reingeschissen in der ersten Runde. Das ist nicht gut, Leute. Oh, jetzt sind wir was. Aber er kann nicht angreifen, zum Glück. Aber reingeschissen in der ersten Runde. 2200. Oh, wie geil! Buster Klingenkämpfer! Buster Blader! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie geil! Wir beschwören aber sofort hier unseren herbeigerufenen Totenkopf in Angriffsposition! Ich mag ihn. Und damit greifen wir auch instant an. Er kann uns ja nicht angreifen, aber wir ihn... Eine Fallenkarte! Er verbannt es aus dem Spiel. Weiter angreifen? Ja. Direkter Angriff! Er wollte seine Karte unbedingt schützen, so dass er jetzt... Ich weiß nicht, was so schlau war. War das gut von ihm? Weiß nicht so recht. Nö, war nicht. Geht in die Verteidigungsposition. Es sieht schon wieder gut aus für uns. Oh, wir haben Slime von den Himmelsdrachen. Natürlich auf der Hand. Klarer Fall. Bringt's mir was, den rauszuholen? Ne, bringt mir nichts. 1500 bringt mir nichts. Lass mal bleiben. Lass mal auslöschen. Lass mal angreifen. Oh, dieses Schwert am Anfang. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe so den ersten Move verschissen, nämlich den falschen Krieger beschworen habe. Trotzdem haben uns die Schwerter sowas von den Arsch gerettet. Er kann aber nichts tun. Er hat schon verloren. Es ist schon vorbei. Ich gehe einfach instant in die Battle-Phase, greife ihn an und zerstöre ihn mit dem herbeigerufenen Totenkopf im First Try. Seto Kaiba, geh doch weinen zu Mama. Seto Kaiba, geh weinen zu Mama. Und wir haben Obelisk bekommen. Er hatte keine Chance. Jetzt mehr ehrlich. Haut's mal in die Kommentare. Seto Kaiba hat keine Chance gegen Black Rabbit, dem König der Duellanten. Jetzt haben wir aber einen viel, viel schwereren Kampf. Und zwar haben wir jetzt Yami Yugi, wenn ich es richtig gesehen habe. Gegen wen? Ich habe es gerade nicht so ganz erkannt.
Ah, Yami Marik. Yami Yugi gegen Yami Marik. Oh, das wird hart. Das wird hart. Das wird arschhart, Leute. Hat er nicht sogar Ra im Deck? Hat er nicht sogar Ra im Deck? Oh Gott. Ich hab bisschen Schiss, ne? Bisschen Schiss. Erstmal Konzentration. Oh, okay. Dann muss das eine Gegenkollekt übernehmen, die einfach die Kontrolle darüber. Okay, okay. Wir beschwert erstmal ein Monster. Und damit würde ich sagen. Damit beende ich erstmal den Zug, würde ich sagen. War jetzt nicht so ein geiler erster Move? Mal gucken, was Yami Marik für uns vorbereitet hat. Oh, der Schleim. Und der Anhänger. Nein, er hat ihn verstärkt. Oh, cheaten. Cheaten. Shit. Wir bräuchten jetzt was. Nein, das nicht. Wir bräuchten, er hätte jetzt was gebraucht, was wir beschwören könnten, indem wir den als Tribut nutzen. Scheiße. Ich setze eine Karte verdeckt. Bringt mir halt nichts, den zu übernehmen jetzt, ne? Aus dem Friedhof zu holen auch nicht. Nee, ich würde sagen, erstmal. erstmal chillen wir noch unsere Nuggets. Erstmal chillen wir noch, gucken, was der Gegner macht. Er greift einfach nur an. Okay. War jetzt nicht so. Oh, oh, er leckt doch noch ein Monster in Verteidigungsposition. Oh, oh. In den Office Monster in der Gegend, jetzt zuerst gehört ihr Ziel. Dann, Alter. Ja, komm, scheiß drauf. Mach mal das mal. Mach mal das mal. Check mal 1000 Lebenspunkte. Na komm, scheiß drauf. Ich brauche Monster im Feld. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich brauche Monster am Feld. Scheiß drauf, YOLO. Ja, tut weh. Aber scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Keine Battlephase diese Runde. Aber ich brauche eine Verteidigung, ne? Ich habe lieber ein bisschen weniger Lebenspunkte. Und im Angriffsmodus? Noch was? 800 Attack? Oh nein. Alter, ist das gemein. Alter, ist das gemein. Hey, das war so fies. Das ist eine üble, gemeine Karte. Oh Gott, die Cheater-Karte. Instant auswählen. Nummer 1. Nummer 1. War scheiße. Das war scheiße. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh shit. Meine Schwerter sind im Arsch. Meine Schwerter sind im Arsch. Ich hätte Schwerter erst in der Main Phase 2 spielen sollen. Ich hätte Schwerter erst in der Main Phase 2 spielen sollen. Ich weiß nicht, es ist gerade echt schwer. Das ist gerade echt schwer. Ich weiß nicht, was er hat. Ich greife an, scheiß drauf. Ich muss es wissen. Ah, perfekt. Okay. Er kann jetzt nicht flippen. Er kann jetzt das nicht nutzen, den Effekt.
Oh Gott. Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Nein, Wiedergeburt. Er klaut meine Karte. Scheiße. Scheiße. Das ist echt ein schwerer Krampf. Ich ziehe auch nur Zauberkarten. Ich ziehe nur Zauberkarten. Ich habe keine Monster. Ich habe keine Monster. Ach scheiße, das war das Falten. Das war dumm. Das war dumm. Kann ich es abbrechen? Nee, kann ich nicht. Das war saudumm. Das war stupido, weil er die Karte gleich wieder bekommt. Trotzdem können wir jetzt ja verteidigen damit. Nein, er hat schon wieder Wiedergeburt geholt. So ein Scheiß. Oh, wir brauchen Monster, Yugi. Nein, nicht den. Was soll ich jetzt damit? Jetzt hätte ich die Zauber von vorher gebraucht. Hätte ich die Zauber vorher aber nicht genutzt, ne? Dann hätte ich nicht überlebt. Oh, scheiße. Das Kartenglück hat uns verlassen. Das Ziehglück hat richtig reingeschissen. Das Ziehglück. Wir brauchen ein normales Monster, Mann. Nein! Schwere einen. Was? Metall-Unterwäldler. Ich muss sagen, sie kann nicht angreifen. Dein Gegner hält allen Kampf schon den. Das Kämpfen. Den. Was? Den du aus Kämpfen, an denen sie beteiligt ist, erhalten hättest, ein paar Spitze und dann bezahlen. Mhm. Hm. Hm. Das fühle ich ja gar nicht. Scheiße, Leute, wir haben echt ein Problem, ne? Wir haben gerade echt ein Problem. Wir haben halt echt nur Zauberkarten gezogen, ne? Wiedergeburt! Nein! Wir haben halt echt nur Zauberkarten gezogen. Ah, Mann! So, er zwei Karten könnte den Magier beschwören. Falls du ein Hexermonster kontrollierst. Wir haben kein Hexermonster, weil ich sich einsetzen kann. Oh, Mann! Scheiße, wir sind im Arsch. Wir ziehen einfach nur Zauberkarten aus dem Yugi-Deck. Ich hatte so einen guten Run. Bitte lass den Run nicht enden. Fusion. Ach komm schon. Ach komm schon. Guckt euch an. Ich ziehe nur Zauberkarten. Yugi. Was da los? Wo sind deine ganzen Monsterkarten? Der legt sein komplettes Feld voll und ich habe eine Karte im Verteidigungsmodus. Jetzt sehe ich schon wieder 7 Sterne. Aber kann man fusionieren? Oh mein Gott. Es gibt einen dunklen Paladin hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es gibt einen dunklen Paladin. Ich weiß jetzt schon, der wird ihn zerstören. Ne? Ich weiß es jetzt schon, dass er ihn zerstören wird. Ne? Trotz dessen Scheiß drauf, YOLO, wir müssen es machen. Wir haben keine andere Wahl. Oh mein Gott, ich beschwöre mich gerade zum allerersten Mal, oder? Ich liebe diese Karte. Ich habe diese Karte im Real Life in so vielen Ausführungen. Ne? Okay, er lebt noch. Er lebt noch. Falls du ein Hexermonster kontrollierst. Ist es doch ein Hexer, oder? Ja. Wähle ein Monster, das du kontrollierst, bitte trivial die Bruder. Dann beschwer ein Hexermonster von deiner Hand. Haben wir nicht. Dunkles Magiermädchen. Nee. Ich muss versuchen anzugreifen. Was soll ich sonst tun? Nein, Spiegelkraft! Und ich habe keine Wiedergeburt. Oh, Bruder, ich dachte, wir haben es jetzt, ne? Aber ich hatte eh schon Angst wegen seinen vielen Zauber- und Fallenkarten, ne? So eine Scheiße, jetzt habe ich wieder keine Wiedergeburt. Oh, jetzt habe ich Spiegelkraft. Ja, toll, er greift mich eh nicht an, der kleine Scheißer. Oh, Mann, wir sind sowas von stuck. Wir sind so stuck, Leute. Jetzt hat er schon wieder eine Zauberkarte. Wahrscheinlich ist das wieder eine Falle, Spiegelkraft. Ich könnte echt kotzen, ne?
Ich kann kotzen. Ich kann kotzen. Spiegelkraft. Na? Wie schmeckt das? Wie schmeckt das, wenn der Gegner das macht? Oh. Was? Falls die einzige. Was? Falls die einzigen Karten, die dein Gegner kontrolliert, offene Monster mit 1600 oder mehr Attacks sind, kann diese Karte deinen Gegner direkt angreifen. Oh Gott. Ey, wir ziehen nur Scheiß, ne? Wir ziehen nur Scheiß. 1600. Ich habe halt nichts mit 1600 Angriff. Mann! Oh Gott, der Kampf! Es zieht sich so hart, ne? Was ist das mehr? Meine Spieler zeigen ihre Hände vorn, fügen ihre Hand eine Karte von der Hand des anderen Spielers hinzu. YOLO. Wir machen jetzt einen YOLO-Move. YOLO-Move. Er hat Ra. Zweimal. Er hat zweimal Ra. Er hat zweimal Ra. Was? Was? Warum hat er zweimal Ra? Was zum Beispiel schwarz zu werden? Was kann ich das sagen? Er fordert drei Tribute. Mhm. Die Normalbeschwörung dieser Karte kann nicht annulliert werden. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, können die anderen Karten und anderen Effekte aktiviert werden, wenn diese Karte schon mal beschworen. Du kannst 1000 Leben. Was? Du kannst LP zahlen. Das ist nur 100 Attack. Was? Du hast nur noch 100 Hass? Diese Karte erhält Attack. Ah ja, genau. Dann nimm mal den. Wenn jeder deines dabei fassen, hätte ich gerade 700 Attack. Hm. Hm. Prinzipiell geil. Ich muss aber erstmal setzen. Weil er hat einen höheren Angriff. Und der hat ja kein Hexermonster, oder? Nee. Gott, guckt euch die Verteidigung an mit seinen Fallen und Zauberkarten. Ey, ganz ehrlich, ich hätte diese Zauberkarten, die ich am Anfang verwendet habe, ne? Die hätte ich jetzt gebraucht, aber ich musste sie am Anfang ja nutzen. Oh Gott, was ist das denn wieder? 2000, halt. 2000. 2600. Aber jetzt muss er dir mal angreifen, ne? Dann kannst du schnell bringen, ja, okay. Mhm. 2000 ist echt scheiße, ne? Schweren Metall. Nee. Spielmarke prinzipiell nicht blöd, aber er wird sie doch nicht angreifen, ne? Er wird sie doch nicht angreifen. Topf der Gier, ja, sowas hätte ich auch gern. Perfekt. Falschen Angriff. Perfekt. Das war aber gut. Nein! Ah, er schleift. Slifer! Drei Tribute! Okay. Er hat dann 3000 Attack, oder? Aber spielt sogar eine einfache für diese Kreisspieler. Lege sie auf den Friedhof. Was? Einmal pro Spielzug während der Endphase. Falls diese Kreisspieler schon. Lege sie auf den Friedhof, diese Karte hin. Wir setzen einfach ein YOLO. Wir machen jetzt den YOLO-Move. Ich sehe den Kampf eh schon als verloren. Deshalb rufe ich jetzt Slifer, den fucking Himmelsdrachen. Yeah. 3000 Attack. Battlephase. Ich weiß jetzt schon, dass ich abnippeln werde. Ich greife trotzdem an. So, oh, er hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht. Nicht damit gerechnet. Habe ich nicht damit gerechnet. Was macht er jetzt?
Okay, er hat drei Karten. Er kann Ra beschwören. Er kann Ra beschwören. Wir müssen ihn aufhalten. Beispiel, was du für die Karten möglich von ihrer Händen ab, dann zieht ihr die Anzahl von Karten. Oh mein Gott. Ja, komm. Jeder dieselbe Anzahl. Ja, komm. Wir brauchen neue Karten, Leute. Ich habe sein Ra abgeworfen. Topf der Gier? Einsetzen. Es könnte doch noch was werden, ne? Es könnte doch noch was werden. Falls die Karte durch den Kampf zerstört, auf die Rippe gelegt wird, wird der Effekt am Ende jeder Battle-Phase eines Gegners aktiviert. Wirf eine zufällige Karte in der Hand eines Gegners ab. Okay, den angreifen wir echt dumm. Ne? Ich muss ihn setzen, auch wenn ich da jetzt 1000 Attack verliere auf Slifer, ist mir klar. Oh Gott, kann das noch was werden? Jetzt kann er Ra beschwören, ne? Aber er hat keinen Ra mehr, oder? Hä? Was? Lava Golem? Was? 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 Lava Golem? Was? Was? Du kannst dieses Spiel zum Demo die Karte spielen. Du kannst dieses Spiel zum Demo. Oh mein Gott, wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Aber ich greife nochmal an. Oder auch nicht, denn es kommt der Schleimverteidiger. Oh Mann, wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. So ein langes Kämpfchen und wir sind im Arsch. Oh Mann. Ich habe mich bemüht. Seid mir ehrlich in den Kommentaren. Ich habe mich bemüht, aber das Herz der Karten, es hat einfach nicht funktioniert. Kuribo. Schütze mich, Kuribo. Nein, da kommt noch mehr. Oh Gott, er macht mir so viel Schaden die ganze Zeit. Ich bin jetzt tot, oder? Und nochmal, oder? Nee, was? Ich bin jetzt tot. Oh Mann. Ey, wir sind so im Arsch, ne? Wir sind im Arsch. Es reicht nicht. Es reicht nicht, der Schaden reicht nicht. Der Schaden reicht nicht, wir sind im Arsch. Wir haben verloren. Nein, schon wieder Schleimverteidiger. Ich habe vergessen, dass es Schleimverteidiger gibt. Wir sind im Arsch, wir haben offiziell verloren. Wir haben offiziell verloren. Wir haben offiziell verloren, weil ich diesen Lava-Golem nicht los wurde. Also jetzt mal ehrlich. Haut's mal in die Kommentare, jetzt mal ehrlich. Seid ihr auch der Meinung, der ich bin? Habe ich jetzt nur verloren, weil ich scheiße gespielt habe? Oder habe ich nach meiner Meinung nach verloren, weil ich jetzt echt beschissen gezogen habe? Diese Anfangskarten, diese Zauberkarten, die hätte ich später gebraucht. Die hätte ich später gebraucht. Leute, Meinung in den Kommentaren. Nächste Folge versuche ich es wieder. Ich werde natürlich besiegen. Es ist so an 4 Siege in Folge. Shit, es war knapp. Es war knapp. Fast hätte ich mit Slifer noch gewonnen. Ah, aber nächstes Mal, Bruder, schaffen wir das. Bruder Faust geht raus. Danke fürs Zugucken. Viel Spaß im Video auf der Endcard. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Und ein Riesendank natürlich auch an meine Top-Kanalmitglieder, ohne die die ganzen Videos überhaupt gar nicht möglich wären. Schabruder, Ultra Instinct, Black XJ, WHase Super Saiyajin Blue und WHase Red, WH Section, Patrick S, Hakai Shin, Dennis V, LSSJ, Broly, Sascha N und Benjamin W. Herzlichen Dank. Willst du auch den Kanal supporten? Guck einfach in die Videobeschreibung.